Unser Ziel ist mit diesen Veranstaltungen erstmal Nicht-Muslime zu überzeugen. Wenn wir sie nicht überzeugen können, dass sie Islam annehmen, dann, dass man zumindest das Bild verbessern kann, indem man die moralischen Werte des Islams zeigt, wie zum Beispiel Gerechtigkeit, Ehrlichkeit etc., worüber wir heute geredet haben, ja, über die Existenz Gottes, über den Sinn des Lebens und so weiter und so fort. Ja, darüber haben wir heute geredet. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir in den Dialog treten. Ja, wir können die Ängste nicht abbauen, wenn wir in der Moschee sitzen und die Medien weiter hetzen lassen. Die Medien hetzen zwar letztens bei uns, aber dadurch ändert sich die Gesamtlage nicht, weil von vornherein die Menschen schon im Allgemeinen Vorurteile haben. Aber wir haben gerade mit mehreren Leuten geredet, die vorbeigegangen sind, die mit uns geredet haben. Und so bröckelt dieser Widerstand von Mal zu Mal. Ja? Und das ist unser Ziel. Das heißt, wir erreichen so einfach mehr Menschen. Hier haben wir den David, der sieht cool aus, oder? Den brauchen wir noch. Möge Allah ihn recht leiten. Der ist gerade den Koran am Lesen, der möchte aber noch zu Ende lesen. Und der war heute auf der Veranstaltung und der möchte nur was zu der Veranstaltung sagen. Also er möchte jetzt den Islam noch nicht annehmen, der will noch ein bisschen suchen, inshallah. Ja, hallo erstmal. Und zwar, ich bin halt auf meiner geistigen, ja, auf meiner eigenen Suche gewesen, schon seit jetzt einem Jahr ungefähr. Ich habe mich mit Buddhismus, dem Judentum befasst, mit Christentum und bin durch diesen Herrn Diakonen im Prinzip zum, also überhaupt auf den Islam aufmerksam geworden. Und ich habe den Koran halb gelesen bis jetzt und wollte unbedingt hierher kommen, um ihn zu sehen. Und ich werde heute auf keinen Fall den Islam annehmen, weil ich das für mich als emotionale und sichere Sache sehen möchte. Ja. Aber wie hat es dir denn gefallen heute, die Veranstaltung? Ja, die Veranstaltung war super. Ich habe ja auch einen ganz netten, ja, wie gesagt, getroffen. Der hat mich ermöglicht, mich zu treffen. Aber auch wo, also so Leute, so von der Mimik, von der Aura, ja, ganz, also war ganz, ganz, ganz toll. Also hat mir sehr gefallen. Ja. Warum ich das gemacht habe, warum ich ihn auch hierher geholt habe, damit ihr seht, das ist ein Nicht-Muslim oder noch Nicht-Muslim. Ja, damit man nicht, weil er hat mir eben gesagt, er saß eben dahin, da waren Leute mit Anti-Islam-Plakaten, ja, und er hat auch hier so eine Deutschland-Flagge, ja, oder da kam sie dann zu ihm, ja, hier, nehmen Sie mal, zeigen Sie mir die Ausweis, sagt, hör mal, ich hab damit gar nichts zu tun, ja, Sie sehen schon so aus. Deswegen möchte ich sagen, guck mal, nicht, dass wir jedem Menschen mit Vorurteilen begegnen, das haben sie ja vorne genommen, und dann noch was, wenn wir so Allahu Akbar schauen, kriegst du da Angst? Nee, auf keinen Fall. Du siehst doch nicht so aus. Okay, möge Allah ihm David Rechtleiten haben. Möge Allah ihm die Wahrheit als wahr zeigen. Und ihm helfen, die Wahrheit zu befolgen. Okay. Ja, ich hoffe, wir sehen uns so schnell wie möglich später. Achso, wir sind ganz zufällig hier. Achso, ganz zufällig. Achso, super. Wir sind auch ein bisschen vom flachen Land. Ja. Und wir gehen ab und zu mal in der Stadt. Ja, und, ist alle und haben Sie Angst bekommen heute? Von wem denn? Ja, ich meine nur. Ich mein, ach, überhaupt. Schauen Sie mal. Wo wegen? Weil mich freut Angst das. Haben? Ja, klar, weil mich freut das. Weil ich will den Leuten auch zeigen. Ja. Weil, seid ihr Franzosen oder Deutsche? Nee, Deutsche. Deutscher, ich heiße auch Pierre, von daher. So, ihr wart ja heute hier, habt Islam noch nicht angenommen, hoffentlich. Und wie hat es euch gefallen heute hier? Gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, schon ziemlich überrascht, weil die Vorurteile, die man hat gegen den Islam und die Muslime, also ich bin positiv überrascht. Ja, also hat dir gut gefallen. Sehr gut. Und du siehst nicht so aus, als wenn du Angst gehabt hast, als wir Allahu Akbar geschrien haben. Ach, Gottes Willen, Gottes Willen. Ja, okay. Und ich habe selber türkische Frau. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Ich komme aus Gießen, so. Ich kenne das so nicht, aber es war gut heute. Ja, hoffen wir inshallah, dass wir uns so öfter sehen. Und ich hoffe, dass ihr irgendwann zu mir hochkommt, inshallah. Dass ich die Freude habe, von euch die Schere als Glaubensbekenntnis anzunehmen. Das wäre für mich das Beste. Und wie hat es dir gefallen heute? Oder hast du Angst gehabt? Bisschen verwirrt von mir? Im Vorfeld. Warum? Ach, wenn die Polizisten was für Angst hat. Bruder! Also,
also du hast keine Angst gewonnen, es gab sogar gegen den Polizisten, ja? Die haben aber so viel gesagt, okay. Also, ja. Und hast du Angst gehabt, wenn wir alle Al-Akbar geschrien haben? Nee, siehst du, fast cool, ne? So ist das schon ein. Das gefällt mir. Ah, der Fan sagt Bier cool, okay, dann nochmal. Tag Bier! Ah! Weil, weißt du, Achi, ich bin die deutscheste Kartoffel von allen. Ja? Und jetzt kommen die Leute und wollen mir erzählen, wie die Leute denken. Achi, wir sind doch kein Volk von Weicheiern. Aber meinst du, er kriegt Angst, weil einer Allahu Akbar schreit oder was? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Coole Fahne, Bruder, mashallah. Dann natürlich auch Muslime, die nicht praktizieren, dass wir sie zum Gebet aufrufen, dass wir sie dazu aufrufen, bessere, gerechtere, ehrlichere Menschen zu sein. Das ist unser Ziel. Ach, du hast vorhin einen CDU-Politiker angesprochen. Was war da? Das habe ich nicht gehört. Ja, die wollten uns verbieten, wollten sagen, verfassungsfeindlich und bla bla bla. Ja, und das alles für uns Gelaber. Wir haben unsere Positionen, wir sind keine Gefahr, sondern wir sind ganz klar ein Segen für dieses Land. Das müssen die Leute verstehen. Ich möchte alle Anwesenden auf das Herzlichste begrüßen zu diesem zweiten Islamischen Friedenskongress. Und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und ich möchte mich zunächst einmal auch bei der Stadt Frankfurt bedanken, die es uns ermöglicht, dass wir hier heute sein dürfen, dass wir hier öffentlich über uns sprechen dürfen, über das, was wir glauben als Muslime, über das, was wir sind als Muslime. Und ich bedanke mich in zweiter Linie auch bei allen, die heute hierher gekommen sind, mit einer guten Absicht, uns zuzuhören. Und wir sind nicht nur hier, um über uns zu sprechen. Wir sind hier, um mit Ihnen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Wir haben zwei Anliegen. Das erste Anliegen ist in Bezugnahme auf unser Motto. Unser Motto lautet ja, wie ist der Weltfrieden herzustellen? Auf welchem Wege können wir den Frieden auf dieser Welt erreichen? Und der Frieden ist etwas, was sich jeder Mensch wünscht. Es gibt keinen Menschen, der sich nicht wünscht, in Frieden zu leben. Und es ist vollkommen egal, welcher Religion er angehört. Und auch wir Muslime, wir wünschen uns, in Frieden zu leben. Deswegen sprechen wir heute auf der einen Seite die Muslime an, damit wir ihnen vielleicht etwas mit auf den Weg geben können, was in ihnen den Wunsch vermehrt, sich so zu verhalten, dass der Weltfrieden gewährleistet bleibt oder gewährleistet wird. Und auf der anderen Seite sprechen wir auch die Nichtmuslime an. Und wir möchten Ihnen heute erklären, welche Alternativen der Islam und welche Wege der Islam bietet, um den Frieden auf dieser Welt zu erreichen. Und deswegen sind wir heute hierher gekommen.
Und ich habe vor 2 Jahren, als ich hier stand, habe ich gesagt, wer von mir einen Aufruf zur Gewalt sieht, ja, der soll ihn mir zeigen. Und dann werde ich ihn rausnehmen und mich entschuldigen. Vor 2 Jahren, genau an dieser Stelle, ungefähr vor 2 Jahren, und ich werde mich entschuldigen, kriegt von mir 100 Euro. Bis jetzt habe ich drauf gewartet und dann besitzt dieser CDU-Politiker die Frechheit, so eine Behauptung aufzustellen. Was er gesagt hat, war Offenbarung. Deswegen, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für dieses leuchtende Vorbild. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in seinem edlen Buch. Und da sollten die Islamfeinde genau hinhören. Und natürlich auch die Muslime, die hassbeladen sind. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch bloß nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesvorsteher, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 5, Vers 8. Allah hat uns auferlegt, gerecht zu handeln, ob wir wollen oder nicht. Es ist unsere Pflicht, liebe Geschwister. Weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wehre mit dem Guten das Böse ab. Wehre mit dem, was besser ist, das Böse ab, in einem anderen Vers. Deswegen, Allahu Akbar, die Zeit des Versteckens ist vorbei. Die Angsthasendauer ist vorbei. Wir gehen nach draußen mit dieser Lehre. Wir verkünden diese Lehre. Was sagt uns das? Das zeigt uns, liebe Geschwister im Islam, wir müssen fair sein. Wir müssen fair sein mit den Menschen. Und das ist eine der gewaltigsten Grundlagen des Islams. Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit walten zu lassen. Wir sind auch hierher gekommen, damit wir uns untereinander kennenlernen können. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass ein Frieden nur dann gewährleistet sein kann, wenn die Menschen sich untereinander kennenlernen. Allah der Erhabene sagt in seinem edlen Buch im Koran, sinngemäß, und wir haben euch aus einem männlichen und aus einem weiblichen Wesen erschaffen. Damit, und wir haben euch zu Völkern und zu Stämmen gemacht, das heißt zu unterschiedlichen Völkern und zu unterschiedlichen Stämmen. Damit, warum? Damit ihr einander kennenlernt. Und dann sagt Gott der Erhabene etwas sehr Schönes. Er sagt, wahrlich, der Angesehenste unter euch, ist wer? Der Araber? Der Deutsche? Der Türke? Nein. Der Angesehenste unter euch ist der, der Gott gegenüber ehrfürchtig ist, am meisten Ehrfurcht gegenüber Gott hat. Warum ist das so? Weil die Ehrfurcht Gott gegenüber den Menschen, wenn es eine wahrhaftige Ehrfurcht ist, wird es den Menschen immer zu guten Taten anleiten. Und das sind Taten, die nicht nur Muslime gut finden, das sind Taten, die jeder Mensch gut findet, der ein reines Herz hat. Dass man aufeinander zugeht. Dass man miteinander redet, dass man miteinander freundlich und entgegenkommend umgeht, dass man miteinander auf die beste Art und Weise diskutiert, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dass man arme Menschen unterstützt, dass man hilfsbedürftige Menschen unterstützt. Das sind Werte, die alle Menschen verbinden sollten. Und wir Muslime haben diese Werte in unserer Religion. Und wir legen den höchsten Wert auf diese Werte. Auch wenn es sein kann, dass manche Muslime das vielleicht nicht verstanden haben, aber das sind Ausnahmen und sie bestätigen nicht die Regel. Das, was wir heute vorhaben, ist, dass wir nicht nur hier oben stehen und über uns reden und über unsere Gedanken reden. Nein, wir sind auch hier, damit wir untereinander ins Gespräch kommen. Und ich lade Sie alle ganz, ganz herzlich dazu ein, uns anzusprechen. Und ich bin mir sicher, dass Sie in uns freundliche, gesprächsbereite Menschen finden werden. Denn nur durch das Sprechen miteinander lernt man sich kennen. Und nur auf diesem Wege können wir Vorurteile und Missverständnisse abbauen. Und deswegen sind wir heute hier. Wir sprechen hier heute, wie man den Frieden herstellen kann. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem edlen Propheten im Koran, sinngemäß in Surah 8, Vers 61.
Im Fall des Krieges ist das. Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich ihm zu. Das heißt, diese Religion, die will nicht Krieg, die will kein Blut vergießen, die will keine Hetze, die will kein Hass. Wir wollen, dass die Menschen friedlich leben. Wir wollen miteinander leben und nicht nur nebeneinander. Wir möchten Gespräche, Dialoge führen. Wir möchten unsere Geschwister in den JVAs besuchen, damit sie resozialisiert werden, damit sie wieder sich einfinden in dieser Gesellschaft und nicht ausgegrenzt werden. Denn wir, liebe Geschwister, gehören der Religion der Siegreichen an. Wir lassen uns nicht ausgrenzen. Wir lassen uns nicht ausgrenzen. Ich will eine Sache betonen, weil das verstehen manche Leute falsch. Ich will nicht sagen, alles, was es in Deutschland gibt, ist schlecht. Und alles, was es bei uns gibt, ist gut. Ich rede jetzt von den Muslimen, nicht vom Islam. Weil alles, was es im Islam gibt, ist für mich gut. Weil das die Religion ist. Aber hier in Deutschland gibt es so viele Menschen mit guten Eigenschaften. Gibt es so viele gute Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass das Gericht, ja, wie zum Beispiel Gerechtigkeit werden lässt, uns hier auftreten lässt. Dass die der Stadt, sozusagen der Regierung sagen, was mal, was wollt ihr von denen? Auf gut Deutsch. Ja, es gibt viele positive Eigenschaften. Es gibt in Deutschland Disziplin. Es gibt in Deutschland Sauberkeit. Es gibt in Deutschland Fleiß. Wir sind keine Leute, die den ganzen Tag vom Fernsehen sitzen. Oh, die Deutschen, das ist völliger Quatsch. Weil das Bild soll vermittelt werden, das ist völliger Quatsch. Aber es gibt auch Dinge, die uns auf den Senkel gehen. Und insbesondere geht es auf den Senkel, wenn es irgendwelche Integrationsdebatten geben, wo derjenige, der den deutschen Pass haben muss, den Unterschied zwischen Verhältniswahlrecht und etc. erklären muss. Und wenn du das mit jedem Deutschen machst, wirst du 90% der Deutschen ausbürgern. Ja, das ist das Problem. Und solche Sachen gehen auf den Senkel. Aber das heißt nicht, dass jeder einzelne Bürger hier, ja, dass wir gegen ihn sind, im Sinne von bekämpfen wollen. Wir wollen für jeden Menschen das Beste. Und wir glauben auch fest daran, dass der Islam die wahre Religion ist. Aber der Prophet a.s. ist auch mit denen, die um ihn herum waren, sanftmütig umgegangen und wollte sie für den Islam gewinnen. Wir bieten euch unsere Hilfe an. Normalerweise, ich weiß ganz genau, es gibt keine besseren Streetworker als Muslime, die zu jugendlichen Muslimen hingehen, die kriminell geworden sind oder kriminell sind. Denn das sind die einzigen Leute, denen sie überhaupt Gehör schenken würden. Das sind die einzigen Leute, wenn man solche Leute wie Pierre Vogel durch die Straßen ziehen lassen würde. Das muss man normalerweise finanzieren. Das muss man normalerweise unterstützen. Gute Idee. Also das Geld kann ich gebrauchen. Liebe Geschwister, was wird dafür getan? Was wird dafür getan, dass die sich hier wieder einfinden in diese Gesellschaft? Dass sie einen Platz finden? Dass sie ein Teil dieser Gesellschaft werden? Denn bei uns sieht man es ja tagtäglich, diese Hetze. Es wurde im Vorfeld wurde versucht, diese Veranstaltung zu untersagen. Man hat gesagt, es heißt, dass wir Hass hier predigen und dass Hass allgemein in unseren Vorträgen oder hauptsächlich in den Vorträgen von Pierre Vogel zu finden sind. Nur bis heute ist nichts gefunden worden. Bringt uns Beweise, liefert Beweise. Eben kam schon jemand zu mir und hat zu mir gesagt, einer der Reporter, ja, der Herr Vogel, der ruft doch zum bewaffneten Kampf. Dann habe ich gesagt, ja, wo denn? Ich möchte mal gerne einen Beweis haben. Er konnte mir aber keinen Beweis geben dafür, keinen Beleg. Man kann nur reden, viel reden. Und deswegen, wir freuen uns über jeden Bürger, der heute hierher gefunden hat, sich die Zeit genommen hat, um unsere Reden anzuhören, um von den Vorurteilen wegzukommen, damit wir endlich schaffen, diese ganzen Vorurteile, die sich in den ganzen Jahren angehäuft haben, wegzukommen. Denn wir sind mit den Bürgern und nicht gegen die Bürger. Und wir sind für ein friedliches Miteinander oder Nebeneinander, wie Sie es auch immer sehen wollen. Aber nicht, dass wir uns aus dem Weg gehen und uns hassen, nur weil sie einen Hund haben oder weil sie nicht dem Islam angehören. Euch eure Religion und unsere Religion. Wer den Islam nicht annehmen will, bitteschön. Das ist dein eigenes Leben. Du lebst nur ein einziges Mal und ich lebe auch nur ein einziges Mal. Entscheide du dich für den Weg, den du wählen willst. Wenn du den Islam nicht annehmen willst, ist das kein Problem. Aber im nächsten Leben, wenn der Islam die wahre Religion ist,
dann hast du ein gewaltiges Problem. Das sind meine Worte, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Veranstaltung segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von jedem von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies führen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Bruder lange am Leben halten. Die Herzen der Menschen erobern lassen. Denn wir sind heute hierher gekommen, um die Herzen der Menschen zu gewinnen. Das war unser Ziel, liebe Geschwister. Hierher zu kommen, die Wahrheit zu verkünden, zum Islam einzuladen. Und diejenigen, die bis heute unsere Feinde waren, dass wir die Feindschaft zur Seite legen und dass wir das umsetzen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns vorgelebt hat. Denn wir sind nicht bedacht auf unsere eigene Personen. Wenn man mir oder einem anderen von uns Unrecht zufügt, dann sollten wir das umsetzen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. Wir sollten vergeben. Das ist unsere Religion. Und hier gebe ich ein Beispiel aus der Zeit des Khalifen Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Zur Zeit von Umar al-Khattab, Ägypten war unter die Herrschaft der Muslime gefallen und der Führer in Ägypten war Amr ibn As radiallahu anhu. Und Amr ibn As Sohn hatte einen Wettkampf gehabt im Reiten mit einem Christen. Und dieser Christ hat dieses Wettrennen gewonnen und daraufhin schlug der Sohn von Amr ibn As, das heißt sozusagen der Minister von Ägypten, diesen Christen. Daraufhin hat der Christ Gerechtigkeit gesucht bei wem? Bei Umar al-Khattab, bei dem Führer der Muslime. Bei dem Führer der Muslime. Umar al-Khattab, daraufhin hat er Amr ibn As und seinen Sohn nach Medina bestellt, das heißt von Ägypten nach Medina. Und er hat sie gegenübergestellt, er hat sich beide Seiten angehört. Was hat der Christ zu sagen? Was hat der Führer der Muslime in Ägypten zu sagen? Das heißt eine große Persönlichkeit von der Regierung sozusagen. Und es hat sich bestätigt, dass der Sohn diesen Christen ungerecht behandelt hat. Und daraufhin hat Umar al-Khattab befohlen, dass der Sohn von Amr ibn As, das heißt sozusagen der Sohn des Ministers, bestraft wird. Und dann wollte er den Minister Amr ibn As auch noch daraufhin bestrafen, weil der Sohn das nur getan hat, weil er durch seinen Vater sozusagen das Gefühl hatte, Rückendeckung zu haben. Und daraufhin sagte Umar al-Khattab den berühmten Spruch, Mata istabattum anas, wakat waradattum umuhatum ahrara. Warum oder wie lange wollt ihr die Menschen zu Sklaven machen, wo ihre Mütter sie frei geboren haben? Das ist ein Beispiel aus der Gerechtigkeit, die wir an den Tag legen müssen. Ali ibn Abi Talib, als er der Führer der Gläubigen war, man muss sich vorstellen, zu dieser Zeit der größte Führer auf der ganzen Welt. Wer ist heute, sagen wir mal, der größte Präsident oder der mächtigste Präsident auf der ganzen Welt? Wahrscheinlich Angela Merkel? Wahrscheinlich Barack Obama eventuell, ja? Auf jeden Fall. Und du musst dir vorstellen, Ali ibn Abi Talib, der hatte mehr Macht gehabt zur damaligen Zeit als Barack Obama. Und er ist vor ein muslimisches Gericht gegangen mit einem Juden und Ali ibn Abi Talib hatte eigentlich Recht gehabt vor dem Gericht. Aber nicht immer, wenn man Recht hat, hat man die Beweise, um sein Recht zu beweisen. Der muslimische Richter hat dem Juden Recht gegeben und hat Ali ibn Abi Talib Unrecht gegeben. Daraufhin hat der Jude gesagt, was ist das für eine Religion, dass ich vor euer Gericht gehen kann und kriege Recht gegenüber dem Führer der Gläubigen, das heißt, dem größten Führer der damaligen Zeit. Und daraufhin hat dieser Jude den Islam angenommen. Und liebe Geschwister im Islam, das zeigt, dass wir gerecht sein müssen. Das zeigt, dass wir gerecht sein müssen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen hier in Deutschland, und das möchte ich betonen, die etwas Gutes im Herzen haben und die nichts Böses wollen. Aber wir müssen auf die Leute zugehen.
Und das schaffen wir nicht, wenn wir uns in der Moschee verstecken. Das schaffen wir, wenn wir hier rausgehen und hier reden können. Brüder, wie oft habe ich das gehört? Ja, die können labern, was sie wollen, die Medien, interessiert mich nicht. Die können mir Hassprediger auf die Stirn tätowieren. Damit können die uns nicht einschüchtern, weil wir jedes Mal neue Leute wieder gewinnen. Der ein oder andere wird jetzt dort draußen stehen und er hat vorher gehört, und das vorher gehört, oh, Hassprediger gefährlich, bla 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 bla. Und er hört sich das an, der ist neugierig geworden. Der sagt dann, Moment mal, was ist hier los? Werden wir hier für doof verkauft? Ja, man wird hier für doof verkauft. Ganz klar. Wir sind hier, weil wir uns Sorgen machen, weil wir nicht möchten, dass einem Menschen Schaden geschieht, weil wir nicht möchten, dass ein Mensch irgendwann einmal ein Bewohner des Höllenfeuers sein wird. Davor haben wir Sorge, deswegen sind wir hier. Ich bin heute aus Düsseldorf hierher gekommen, das ist eine relativ lange Fahrt. Ich habe meine beiden kleinen Kinder und meine Frau hinter mir gelassen. Obwohl ich heute wirklich sehr, sehr gerne mit ihnen gespielt hätte. Aber ich bin deswegen hierher gekommen, weil ich es noch als wichtiger empfinde, zumindest einmal hierher zu kommen, um mit ihnen über dieses Thema zu reden. Wir machen uns Sorgen um die Menschen. Wenn Sie einen blinden Menschen auf der Straße sehen würden und er läuft auf einen Abgrund zu und Sie sehen das, würden Sie ihn nicht warnen, würden Sie nicht sagen, Vorsicht, da ist ein Abgrund, Sie könnten da reinfallen. Ob dieser Mensch darauf hört, das ist seine Entscheidung. Und es ist auch Ihre Entscheidung, ob Sie den Islam kennenlernen möchten oder nicht. Wir laden Sie dazu ein, den Islam kennenzulernen. Wir laden Sie dazu ein, eine Sichtweise kennenzulernen, die es ermöglicht, Frieden in dieser Welt herzustellen. Auch wenn das unter den gegebenen politischen Ereignissen fast unmöglich erscheint. Wir wissen und wir sind überzeugt, dass es nicht unmöglich ist, wenn alle Menschen zusammenarbeiten würden. Deswegen sind wir hier. Wir möchten Sie erreichen. Wir möchten Ihre Herzen mit der Erlaubnis Gottes öffnen, dass Sie diese Botschaft zumindest einmal anhören. Zumindest einmal anhören und dann für sich selbst entscheiden, ob Sie das gut oder ob Sie das schlecht finden. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und ich bedanke mich auch nochmal bei den Sicherheitskräften, die heute hier den schönen Samstag verbringen müssen und sich hier die Beine in den Bauch stehen. Das wäre es nicht unser Anliegen, Sie hier zu beschäftigen, aber es geht nun mal nicht anders. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr auf sie trefft, ja, und lauert ihnen auf und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. Bis dahin. So. Warum wird nicht weitergelesen? Warum wird der nächste Vers nicht erwähnt? Warum? Im nächsten Vers steht dann, wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bietet, das heißt, und bittet, das heißt gerade diejenigen, die eben noch bekämpft wurden, das heißt, wenn sie zu dir kommen und dich um Schutz bitten, dann gewähre ihnen Schutz. Warum wird es nicht erwähnt, der Vers danach? Und dann, bis er das Wort Allahs gehört hat. Ja? Bis er das Wort Allahs gehört hat. Was danach? Wenn er es dann gehört hat und Islam nicht angenommen hat, dann wird er geschlachtet oder wie? Weil das wollte ich. Dann steht weiter, hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Das heißt, selbst wenn er nicht den Islam angenommen hat, das heißt, es gibt eine Schlacht, Sura Toba, erste Seite. Ja? Tötet die, wo immer sie auf dir treffen. Wenn dich aber einer um Schutz bittet, dann gebe ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Und dann lass ihn einen Ort der Sicherheit erreichen. Ganz klar, was gemeint ist. In welcher Gesetzgebung, ja, wird der eben noch mit dir Krieg hatte, ja, kriegt der Schutz gewährt? Ach ja, stimmt, bei den Amerikanern, stimmt. Der Krieg kommt dann nach Guantanamo, ne? Jahrelang. Die kommen dann jahrelang nach Guantanamo, ohne Anklage, ohne Beweise, ohne alles. Lassen wir die einfach mal 10 Jahre da drin. Und Barack Obama kriegt dann den Friedensnobelpreis. Und ich bin der Hassprediger. Oh, cool, ne, oder? Das ist doch Hammer, ne? Ja.
Muslim zum Weltpreis haben. Das wäre doch mal was, oder? Ja, ist doch kein Problem. Das haben schon andere geschafft. Nelson Mandela, der galt auch als der größte Terrorist in seinem Land. Und später hat er den Friedensnobelpreis bekommen und ist Präsident geworden. Aber kein Angstpräsident möchte ich werden. Dann muss ich mich nachher mit Merkel und so rumzopfen. Ich kann Bock drauf. Weil man redet viel über uns, aber man redet nicht mit uns. Und heute haben wir die Gelegenheit, unsere Religion selber, so wie sie ist, den Menschen mitzugeben. Und deswegen stellen wir uns hier hin. Und wir sagen, der Frieden, der fängt im Herzen an. Der Frieden fängt bei jedem bei sich selber an. Ja, man muss selber erstmal eine innere Ruhe finden. Und die findet man im Islam. Sonst schafft man auch keinen Weltfrieden herzustellen. Wenn man total unzufrieden ist mit seinem Leben, aggressiv ist und mit seinen Mitmenschen schlecht umgeht, dann wird es dich kein Muslim interessieren, keine Muslime interessieren. Deswegen, wir laden alle Menschen immer recht herzlich zu dieser Religion ein. In Köln eine Kundgebung gewesen und da hat die Frau etwas sehr Bemerkenswertes erwähnt. Sie hat gesagt, glauben Sie auch, dass Ehrenmord nichts mit dem Islam noch zu tun hat? Natürlich hat er was mit dem Islam zu tun. Ehrenmörder genießen in der islamischen Gesellschaft eine große Ehre, haben einen großen Stellung. Ja? Und es gibt sogar Feste für Ehrenmörder. Die Ehrenmörderparty. Okay, jetzt mal eine Frage. Wer von euch hat schon an einer Ehrenmörderparty mitgemacht? Teilgenommen? Keiner? Ach ja, stimmt ja, ihr seid ja Salatfisteln vielleicht. Bei den Salatfisteln gibt es ja keine Ehrenmorde. Das sind ja nur die normalen Muslime, bei denen gibt es das. Keiner? Okay, wer glaubt, dass Ehrenmord ein Verbrechen ist im Islam? Takbir! Guck mal, das ist das Gute, dass ihr heute da seid. Weil guck mal, wenn ich jetzt hier auf der Bühne stehen würde, alleine, und sage, Ehrenmord ist im Islam verboten, da sagen die, ja, Papier. Aber so viele Leute, die sagen, die da übereinstimmen und sagen, das gibt es nicht im Islam, das ist falsch, das ist eine Sünde, ja, dann sieht die Sache anders aus. Dann, was haben wir noch? Zwangsheirat. Genau, richtig? Zwangsheirat. Das ist dann der nächste Punkt. Haben wir auch schon tausendmal darüber geredet. Übrigens, was die Leute nicht wissen, ist, dass es auch bei den Männern Zwangsheirat gibt. Ja. Und wisst ihr, wer meistens den Druck macht? Die Mama. Stimmt's? Die Mama, die hat schon vom Kindheit an geplant, da ist die Frau XY und die ist genau die richtige für meinen Sohn. Und dann auf einmal gefällt ihr dem Sohn aber nicht. Der hat halt einen anderen Geschmack. Der steht auf. Egal. Aber der hat einen anderen Geschmack. Ja? Aber ist das vom Islam? Ist das vom Islam? Mensch, okay, der sagt, ja. Was sagt ihr? Ist Ehrenmord vom Islam? Wer sagt, Ehrenmord sich vom Islam aufzeigen? Ich meine Zwangsheirat, Entschuldigung. Okay. Alhamdulillah. Das heißt, die Mehrheit sagt, dass das nicht vom Islam ist. Das heißt, ach ja, nee, ihr seid ja Salatfisteln, bei denen ist das ja anders, weil da gibt es ja keine Zwangsheirat. Das ist ja das Problem. Ne? Aber auf jeden Fall, das ist dieses Problem. Deswegen, um nochmal darauf zurückzukommen, ja, das wären immer diese drei Punkte. Ja, was habe ich gesagt? Erstens, Lügen. Zweitens, Koranverse und Hadithe, die aus dem Kontext herausgezogen werden. Drittens, Taten von Muslimen, die nichts mit dem Islam zu tun haben. Und da sage ich nochmal, Islam ist nicht, was ein Muslim tut, sondern was er tun soll. Okay? Und man kann das Auto nicht am Fahrer messen. Wenn du super Mercedes hast, ja, du hast zum Beispiel einen super Mercedes. Übrigens, für Mercedes, jetzt habe ich Mercedes erwähnt, die Werbung war kostenlos beim nächsten Mal. Kostet was. Ja? Für Mercedes, ja, du hast einen super Wagen, aber der Fahrer ist besoffen. Und er fährt den Wagen gegen den nächsten Baum. Wer war schlecht, der Wagen oder der Fahrer? Der Fahrer.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, im Kriegsfall tötet keine Kinder, keine Frauen, keine Mönche und keine alten Leute und fällt keinen einzigen Baum, das ist ein Kriegsfall, liebe Geschwister. Löst die Fesseln, sagt er im anderen Hadith, löst die Fesseln des Kriegsgefangenen bzw. Sklaven, speist die Hungrigen und bezahlt die Kranken, besucht die Kranken. Liebe Geschwister, das ist unsere Religion. Für diese Sachen müssen wir uns nicht verstecken. Für diese Sachen müssen wir uns nicht in die Moscheen zurückziehen. Für diese Lehren, da gehen wir nach draußen und verkünden diese Lehren. Denn das sind die besten Lehren, die die Menschen jemals mitbekommen haben. Und ich möchte gleich zu Beginn mit einem Missverständnis aufräumen. Heute hier in Frankfurt. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Manche Muslime werden heute Salafisten genannt. Aber ich möchte eine Sache mit aller Klarheit sagen. Weder hat uns Gott im Koran Salafisten genannt, noch hat der Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihn, uns irgendwann Salafisten genannt. Noch haben wir uns selbst Salafisten genannt. Wir wurden von Behörden und von einigen Pressevertretern Salafisten genannt. Aber wir sind Muslime. Und niemand wird es schaffen, uns zu trennen mit solchen Begriffen. Wir sind Muslime und nichts anderes. Und wir definieren für uns, wer wir sind. Was ist für dich wichtiger, Muslim? Grundgesetz oder Koran? Ja, dann steht der Muslim da. Hey, was sagst du jetzt? Ich schlage einfach mal vor, frag doch einfach mal den Kardinal Meissner, was viel wichtiger ist. Das Evangelium oder das Grundgesetz, da wird ihm vorne zeigen. Willst du sagen, der wird zu dir sagen, hör mal, das Evangelium ist für mich das Wort Gottes, was mir zeigt, wie ich ins Paradies komme. Wie soll das Grundgesetz für mich wichtiger sein? Frag du den Rabbiner hier, wie heißt der Rothschild? Frag ihn mal, was für wichtig ist das Grundgesetz oder die Tora. Da wird jetzt sagen, die Tora, die sind doch schon seit tausenden von Jahren, sind wir die am Pflegen und wir glauben daran. Ja, also was sollen wir als Muslime sagen? Damit auch jeder Bescheid weiß. Und jetzt kann Spiegel TV oder wer auch immer da ist, es wieder komm aufnehmen. Ganz klar, das ist für uns, der Koran, das wichtigste Buch. Takbir! Wichtigste Buch für uns und dafür diesen CDU-Politiker, ja, damit er keine Illusionen bekommt und damit ich ihn etwas aufkläre, das Grundgesetz ist kein Glaubensdogma. Ich bin laut Grundgesetz, ist kein Mensch in diesem Land dazu verpflichtet, an die moralische Überlegenheit des Grundgesetzes zu glauben, damit man da schon mal klar Bescheid weiß. Das Grundgesetz ist wie eine Art Hausordnung, an die man sich zwangsläufig, man muss sich zwangsläufig an diese Hausordnung halten und man darf nicht aus den Grenzen rausgehen, weil man sonst irgendwann im Knast landen könnte. So, und da wir noch hier stehen, schließen wir daraus, dass wir es anständig genommen haben, ne? Das ist doch cool, oder? Schau mal mittlerweile, wie viele Konvertierte hier stehen. Das sind Deutsche, Spanier, Portugiesen, das sind alle möglichen Nationalitäten. Wir grenzen niemanden aus, im Islam gibt es keinen Rassismus. Denn der Prophet Mohammed, alayhi wassalatu wassalam, sagt was? Ein Araber ist nicht besser als ein Nicht-Araber. Und ein Nicht-Araber ist nicht besser als ein Araber. Der Schwarze ist nicht besser als der Weiße. Und der Weiße ist nicht besser als der Schwarze. Der Beste unter uns ist der Gottesfürchtigste. Das ist für Allah, das ist für Gott. Wenn der Islam, wie es manche sagen, eine so grausame Religion wäre, wenn es doch wirklich so eine schreckliche Religion ist, wie kommt es dann, dass so viele Menschen sich zu dieser Religion hingezogen fühlen?
dass so viele Menschen diese Religion annehmen, so wie auch ich sie irgendwann einmal angenommen habe und jetzt mit diesem Bart herumlaufe? Ich kann Ihnen die Antwort geben. Diese Religion ist keine schreckliche Religion. Diese Religion ist keine grausame Religion. Diese Religion ist eine Religion, die die edelsten und besten Charaktereigenschaften eines Menschen fördert und die das beste Benehmen in einem Menschen fördert. Und wenn Sie vielleicht traurigerweise andere Beispiele gesehen haben von Muslimen, die sich vielleicht nicht gut benommen haben, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann haben diese Muslime ihre Religion nicht verstanden. Allah! Und das Problem ist leider, dass viele Muslime sich hier ungerecht verhalten. Ja, es ist so. Und wir müssen für den Islam, das heißt nicht, dass es auf der anderen Seite ungerecht gibt, da haben wir sowieso schon drüber geredet. Ich möchte jetzt, dass wir uns an die eigene Nase auffassen. Bei einer Verbesserung, wir können nicht warten, bis Superman kommt, durch die Luft fliegt und die Gesellschaft verbessert. Sondern sei du die Veränderung, die du für die Welt willst. Wenn du einen Muslim siehst, der Leute ausruft, der Leute bestiehlt, der Leute schlecht behandelt, dann rede mit ihm. Sag zu ihm, Bruder, das, was du machst, ist falsch. Und das ist die Eigenschaft, die, mit denen Allah die Gläubigen beschreibt, wa tawasaw bil haqq, die sich selbst die Gerechtigkeit ans Herz bindet. Wir müssen uns die Gerechtigkeit ans Herz bindet. Es ist echt traurig, wenn man Jugendgangs sieht, die sich hier teilweise benehmen, wie es völlig gegen den Islam ist. Und deswegen, liebe Schwestern im Islam, wir haben eine Alternative für euch. Ihr wollt Action haben? Ja? Das sind aber manche, die wollen Action haben, die wollen in der Gang sein und so. Kommt zu uns! Da habt ihr Action, aber auf halal Art und Weise. Verteilt Korane, kümmert euch um Menschen, investiert euch oder seid aktiv in Umweltschutz und etc. Seid aktiv in diesen Sachen und die Menschen werden ein besseres Bild vom Islam bekommen. Das ist unsere Botschaft. Seid aktiv in diesen Dingen. Wie gesagt, der Prophet a.s. hat über 11 Uhr Fudul gesagt, wenn heute zur 11 Uhr Fudul aufgerufen würde, das heißt zu diesem Vertrag, wo es darum geht, Ungerechtigkeit zu verbieten, ich würde teilnehmen. Ich würde teilnehmen. Und in der Zeit von Al-Walid ibn Utba, der hat Hussein ibn Ali, der Enkel des Propheten, er hat ihn sozusagen in einer Sache abgezogen. Und er hat Hussein ibn Ali gesagt, ja, wenn ich das nicht zurückkomme, werde ich in die Öffentlichkeit gehen, ich werde zu Helful Fudul aufrufen. Und dadurch wurde die Ungerechtigkeit verboten. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen gegen Ungerechtigkeit aufstehen. Egal, ob das hier ist, aber das ist vor unserer Tür. Und wir haben natürlich momentan noch eine Ungerechtigkeit in Syrien, wo wir aufstehen müssen. Und jede Woche gibt es irgendwo Benefizgalas und bald ist auch eine Benefizgala in Stuttgart, wozu wir auch wieder aufrufen, weil wir wollen humanitäre Hilfe leisten. Die Menschen dort leben in großen Problemen. Sie haben Hunger, sie haben keine Medikamente, Kinder sind verwundet. Und bald am 21.09.2013 in Stuttgart, ja, wird es eine Benefizveranstaltung geben mit Pierre Vogel, das bin ich, Sven Lau, das ist der da, der Ex-Feuerwehrmann, und Esudin, den werdet ihr auch noch kennenlernen. Kommt vorbei, verbreitet diese Nachricht. Das ist Ansar International Team Süddeutschland, wo wieder Geld gesammelt wird. Und Brüder, das ist so eine große Hilfe. Letzte Woche war ich in Dortmund gewesen und da hat man einen Film gezeigt, Brüder, da sind Leute in Afrika, die haben kein Wasser. Das Wasser stinkt, was sie trinken. Wenn die eine Flasche Wasser haben,
da trinken die so davon. Stell dir das mal vor, du baust jetzt einen Brunnen und jeder, der einen Schluck an diesem Brunnen macht, bis hier und her, kriegst du Asanet, du liegst noch im Grab und du kriegst eine gute Tat aufgeschrieben. Das sind die Geschwister des Islam und an alle Nicht-Muslime. Das ist Islam. Das, was wir heute gebracht haben, sind Verse aus dem Koran, Geschichten vom Propheten a.s., die über Gerechtigkeit, die über Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Selbstlosigkeit, Zivilcourage redet. Und deswegen frage ich, gibt es jemanden hier, der an diesem Schatz teilhaben möchte? Gibt es jemanden hier, der den Islam annehmen will? Gibt es jemanden hier? Du hast dich mit der Sache schon beschäftigt, mit Islam, du weißt, was das bedeutet. Wenn man sagt, ich bezeuge, dass es keine Götter gibt außer Allah, dann bedeutet das, also wenn ich sage, ich schiebe in Allah, bedeutet das, ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der Anbetung würdig ist außer Allah. Er ist der Schöpfer, Lenker, Herrscher, des gesamten Universums, ohne Anfang, ohne Ende, mit vollkommenen Eigenschaften, anders als ein Mensch. Man kann sich ihn nicht bildlich vorstellen. Und wenn man sagt, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, dann bedeutet das, dass wir an das glauben, womit der Prophet Mohammed Frieden und Segen mit ihm gekommen ist. Das heißt, der Koran, dass die Wahrheit ist. Dann glauben wir, dass das, was er uns verboten hat, dass wir uns daran halten müssen, auch wenn man vielleicht nicht alles schafft. Dass das, was er uns geboten hat, dass wir uns daran halten müssen und dass wir daran arbeiten müssen, dass wir so gut wie möglich schaffen und dass wir Allah so anbeten müssen, wie der Prophet gesagt hat. Glaubst du daran? Dass das die Wahrheit ist. Okay. Dann sage ich dir das jetzt vor, oder kannst du schon alleine auf Arabisch? Willst du versuchen? Okay. Ansonsten versuch, ansonsten sage ich das nochmal vor. Ne? Also das heißt, Eshadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Okay? Willst du alleine sagen, ja? Okay. Eshadu anna la ilaha wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Schon super gesagt, aber ich mach das nochmal mit dir zusammen, okay? Damit das, weil natürlich, du bist auch sehr aufgeregt, das ist auch ganz normal. Ashadu an. Ashadu an. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ashadu. Ashadu. An. An. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Oder? Erstmal an die Schwester, die ist jetzt schon gegangen, Schwester, ich wollte dir noch Glückwunsch übertragen. Möge Allah die neue Schwester festigen. Und möge Allah die neue Schwester glücklich machen in diesseits und jenseits. Und liebe Schwester im Islam, möge Allah alle Menschen in diesem Land durchleiten. Und möge Allah auch die Leute der Stadt, die mich heute versucht haben, ungerechtfertigterweise zu verbieten, nur noch die Rechtleitung, und für Jesus sich zu den Verlierern gehören. Ich gehe doch mal oben auf die Bühne, inshallah. Jetzt noch jemand, der Islam annehmen will. Solche Leute brauchen wir, alhamdulillah. Also, soll ich dir vorsagen oder willst du alleine sagen? Okay, aber du hast auch schon alles mitbekommen, du weißt Bescheid. Okay, klein gedruckte Gesetze. Okay. Eshadu. Eshadu. An. La. La. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Eshadu. Eshadu. An. An. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Takbir.
Frage an dich. Die Leute sagen immer Wörter, wir machen Christa Angst, du hast bestimmt keine Angst bekommen, ne? Du siehst uns aus. Das ist vom Abend, Charlie. Jogalai, die neuen Brüder festigen. Jogalai ins Paradies führen. Jogalai glücklich war im Diesseits und Jenseits. Ich habe noch eine Frage. Gibt's noch mehr? Zugabe? Hat sich noch einer entschieden, genau einer zum Glücklichen gehören, Charlie? Bruder, guck mal. Irgendwas ist, bitte melde dich bei uns, inshallah. Da ist noch jemand, der Islam erhält. Ah, die bin ich in der Öffentlichkeit? Okay, dann machen wir alle zusammen und die sagt das und wir bitten das Fernsehteam, die auch nicht aufzunehmen. Ja, inshallah, ich kann auch runterkommen, kein Problem. Also, dann sagt die Schwester da drüben, die Shahada mit. Ja? Und ich gehe zu ihr, okay? Ist das okay? Ja? Und ihr könnt ja alle mitreden. Ich komme zu dir, inshallah. Okay, Alhamdulillah. Allah, guck mal, die Leute erzählen immer, wenn die Leute da bei mir Takbir machen, kriegen die Angst hier. Ich habe jeden Tag Bier gemacht, da kommen immer mehr dazu, Alhamdulillah. Takbir! Du kennst das auch, ich weiß nicht, was ich für Reihen bekommen. Soll ich dir die Schere vorsagen oder willst du es alleine aussprechen? Besser vorsagen. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.